Warum in den Urlaub fahren, wenn man auch ein Eishockeyspiel besuchen kann? Die Stuttgart Rebels trafen vor knapp 200 Zuschauern auf die Landsberg River Kings bei ihrem zweiten Testheimspiel. Der bayerische Oberligist, von Beginn an die bessere Mannschaft, brachten viele Pucks aufs Tor, um dann wie hier den Rebound zu verwerten, und so stand es nach 5 Minuten schon 1:0. Landsberg war weiter die spielbestimmende Mannschaft und Wagner erhöht 5 Minuten später mit diesem sehenswerten Rückhandschuss auf 2:0. Nur kurz danach rutscht Gollombeck dieser Schuss durch und diesmal ist Jonas Schwarzfischer zur Stelle und manifestiert mit diesem Treffer das Ergebnis nach dem ersten Drittel. Nach der Pause kommen die Rebels gut aus der Kabine, gewinnen dieses Bulli hier und Lukas Traub erzielt den verdienten Anschlusstreffer. Das Momentum nun auf der Seite der Rebels, nach einem guten Powerplay dann Jona Heinz mit der Riesenchance zum 2:3, vergibt aber leider knapp. Achten Sie nun auf die Neuz am unteren Bildrand. Caciola läuft in den freien Raum, empfängt den Pass und erzielt in eiskalter Manier das 4:1. Dann Nicolas Strobel, er leitet diese wunderschöne Kombination ein, Wagner zu Riper und der wiederum auf Strobel auflegt, 5:1. Auch gleich zu Beginn des dritten Drittels ist Landsberg die wachere und aktivere Mannschaft und Mitchell fällt diesen Schuss hier von der blauen Linie ab. Die River Kings sind an diesem Abend einfach überlegen und führten verdient 6:1. Dennoch gewinnt hier kurz nach dem Bulli Patrick Eisele das Laufduell, lässt den Verteidiger mit dem Toe-Drag stehen und vollendet zum sehenswerten 2:6. Wenige Sekunden im Powerplay finden die River Kings sofort ihre Formation und ein weiterer abgefälschter Schlagschuss sorgt für das 7:2. Der Torhunger war nach wie vor nicht gesättigt und so gleitet František Wagner eher unbedrängt in den Slot und platziert den Rückhandschuss in den Winkel. Keine Chance für Colin Lausch. Dann dieser schnelle Angriff, Schlagschuss, Rebound, Tor. Eines von einigen Toren, die an diesem Abend einfach zu leicht fielen. Kurz vor Schluss beim Stand von 2:9 dann noch diese unschöne Szene. Laurin Laule bekommt hier den Check gegens Knie. War eigentlich eine tolle Chance. Er musste verletzt vom Spiel runter und der Einsatz im nächsten Spiel ist noch ungewiss. Die Rebels stellenweise mit guten Phasen, müssen sich aber den River Kings verdient geschlagen geben. Sie gewinnen ihr erstes Testspiel mit 9:2.